Königliches Gefängnis für Zwangsarbeit. Wir begrüßen Sie in den archäologischen Überresten des Königlichen Gefängnisses für Zwangsarbeit, Real Cárcel de Forzados de Almadén. Das historische Gebäude aus dem 18. Jahrhundert wurde Ende der 1960er Jahre abgerissen, um an seiner Stelle die heutige Almadén Schule für Bergbau und Industrietechnik zu errichten, die zur Universität von Castilla-La Mancha gehört. Im Sommer 1996 wurde auf dem Hof der Schule nach den Überresten des ehemaligen Königlichen Gefängnisses für Zwangsarbeit geforscht. Die Arbeit dauerte 3 Monate und brachte die Verliese des Gefängnisses ans Licht. Im Jahr 200 wurde in der Schule ein neues Gebäude errichtet, das die Ruinen der Königlichen Gefängniskerker, den neuen Raum für das Museum und die historische Bibliothek sowie Klassenzimmer und Büros für die Lehrer integrieren sollte. Ein Mehrzweckgebäude, das der Kultur und der Ingenieursbildung gewidmet ist, gestützt auf die Fundamente des alten Gefängnisses, das auch dazu dienen sollte, dass sich die Einwohner von Almadén mit ihm identifizieren fühlen, da die entdeckten Ruinen einem Gebäude entsprachen, das seit Hunderten von Jahren mit seiner Geschichte verbunden war. Im Jahr 2006 wurde das Interpretationszentrum des Königlichen Gefängnisses für Zwangsarbeit eingeweiht, in dem das Leben der Zwangsarbeiter in den Werken von Almadén vom 16. bis 20. Jahrhundert aufgearbeitet wird. Seit dem 30. Juni 2012 stehen die Ruinen des Königlichen Gefängnisses für Zwangsarbeit auf der Liste des Weltkulturerbes, da sie in der Datei Merkur-Erbe, Almadén und Idria enthalten sind, wobei diese ein wichtiger Ort der Erinnerung sind.